Er hat aufgezogen, aber eben, könnte vielleicht auch Rosshaar sein, oder? Dann sind das nicht eingepackt. In diesem Holzkasten wird er geformt. Da hat er die richtige Form für die Presse. Hier drin haben wir ein Päckchen von 10 Kilo Kerne. Die Stäbchen tut man ab, dass das Päckchen nicht zwischen den Blechen rausgeht. Der Presskeil, was tut seitwärts pressen, den schlägt man nachher ab und dann geht das ganze Päckchen geht zusammen, bis man noch so einen 3 cm dicken Kuchen hat. Die Scharnierung und Verstärkungen, die drauf sind. Das ist alles geschmiedetes Material. Ja, sie alles von Hand geschmiedet haben. Die Löcher haben sie mit dem Bitzeisen gewärmt und nachher mit dem Senkding haben sie die Löcher reingesenkt, oder? Die haben sie reingeschlagen. Die Presse funktioniert mit dem Rammbalken. Der ist ca. schätzungsweise etwa 200 Kilo. Der Druck, den wir aufs Päckchen rüberbringen, das ist rund 20 Tonnen. Ja, wenn man solchen Druck herbringt. Ja. Ja. Bei diesem Keil hier braucht es ungefähr 70 Schläge, bis der hier nicht ist. Das geht gut 20 Minuten. Also bis der Keil abgeschlagen ist, bis er gepresst ist. Und nachher bleibt er ja noch drin, bis es austropft ist. Der Rammbalken wird übergezogen und dann schlägt man den auf den Lösekeil. Weil der Keil unten noch breiter ist als der oben noch, tut man das nachher entlasten, damit man den wieder rausnehmen kann. Ja, das hat also einen schlauen Mann gebraucht, um das zu machen. Wenn man anfängt, der frische Mann ist, muss man schon schauen, dass man es gerade in der Ordnung macht. Und dann hat man es nachher geleitet drin. Ja. Wenn man den rausnimmt und nicht die Pizzen abgehen, gerade, dann ist es schön auspresst. Ganz ein schönes Kuchen hat das gegeben.